Okay, ihr Lieben, wir sind an unserer Unterkunft und ihr fragt euch vielleicht, bitte, was? Wieso bist du im Zug? Was machst du da? Ich zeig's euch. Also, wir sind in einem Schlafwagen. So, wie ihr jetzt vielleicht gesehen habt, wir sind in einem echten Zug. Wir können dann auch gerne nochmal von außen nachher irgendwie fotografieren oder filmen. Aber der steht halt hier einfach mitten im Nirgendwo. Und wir befinden uns in einem Schlafwagen, der halt auch wirklich so gefahren ist. Da gibt es auch draußen im Flur so ein Bild. Und ja, ich finde das richtig, richtig cool. Wir haben halt hier noch das kleine Bad, was ihr gerade gesehen habt. Allerdings eben keine Küche, wo wir die letzten Tage immer gesagt hatten, dass es uns bei der Buchung eigentlich relativ wichtig ist von einer Unterkunft. Aber hier in der Gegend, müsst ihr wissen, gibt es ungefähr nichts an Übernachtungsmöglichkeiten, außer das hier. Und ich finde das richtig, richtig schön. Und wir haben gesagt, machen wir es einfach so, dass wir so wie Mittag sein Essen mit dem Gaskocher sozusagen warm machen. Und Frühstück ist hier mit inklusive. Das ist das erste Mal, dass wir was mit Frühstück gebucht haben. Das wird bestimmt lustig mit dem Kleinen. So, bei wunderschönstem Wetter, 20 Grad und allem. Ja? Okay, dann komm ich komm rein. Ja, möchte ich euch unsere neue Unterkunft zeigen? Ich habe die Tür gleich offen gelassen, weil die klemmt. Du bist ja jetzt hier lang, geh raus. Ach, ganz raus, ja. Okay. Also, zuerst links das Badezimmer. Huch, es tut mir leid, ich bin hier noch nicht so und die Türen sind. Ein echt cooler Fußbodenbelag. Alles schön sauber und neu. Dann haben wir hier auch den coolsten Duschvorhang, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ist das nicht? Ey, das ist doch. Ich finde sowas richtig cool. So, man kann sich bestimmt auch irgendwo so einen Fotoduschvorhang bestellen. Wisst ihr, wie ich meine? Wie so ein Fototeppich oder eine Fotoleinwand, also mit dem eigenen Bild den Duschvorhang. So, dann ist hier Schlafzimmer. Also zum einen gibt es hier unten ein großes Bett und oben ein kleines. Und ja, sonst nicht so viel. Eine Küche, das ist alles richtig neu und modern. Also wir sind halt, habe ich noch gar nicht erzählt, wir sind auch wieder in einem First Camp. Und ihr habt ja bestimmt in dem letzten First Camp gesehen, da war das auch alles neu, aber nicht so neu wie das hier. Aber ist ja auch nicht schlimm. So, genau. Dann, wie gesagt, hier Küche mit allem so, was wir brauchen. Dann Esstisch. Die Stühle sind jetzt von hinten ein bisschen gruselig, aber an sich gehen die schon. Dann haben wir hier coole Gardinen. Also hier ist auch ein bisschen mit Deko und sowas, wie ihr hier auch bei dem Bild sehen könnt und so. Und dann haben wir hier unten einen Kunstrasenteppich. Ich habe zu Philipp gesagt, ich will sowas unbedingt auch haben. Irgendwie nicht jetzt vielleicht in unserer aktuellen Wohnung, weil da haben wir einen Teppich im Wohnzimmer, aber ich finde das voll cool und auch der Tisch ist mega schön. Also mir gefällt es hier. Und dann haben wir hier draußen noch eine Terrasse. Genau. Mit einer Sitzmöglichkeit in der Sonne. Und wie gesagt, es sind 10, 20, was auch immer Grad. Es ist voll warm und schön sonnig. Genau, und wir sind hier direkt am Meer. Oder ich hoffe, dass es nicht mehr weit ist. Guck mal, der klettert. Genau, und was... Wir können euch ja eben noch erzählen. Oder sag du erst mal, was die gesagt haben. Was? Was die gesagt haben. Ja, danke fürs Anrufen. Brauchen wir also nicht auf See warten. Sie kriegen aber kein Geld zurück. Okay, aber habe ich mir schon gedacht. Ja. Und zwar folgendes. Wir sind... Nein, das sind meine Stinkeschuhe, die lässt du bitte da. Heute zu einem First Camp gefahren, wo wir dachten, dass wir da eigentlich heute gebucht haben. Also wir sind halt hierher gefahren. Und dann sind wir hier wirklich...
2 Meter vor der Rezeption, habe ich so geguckt. Und bei Google, das zeichnet ja manchmal so ein, wenn das irgendwelche Daten sich aus deinem Kalender nimmt. Und da stand drinne Übernachtung 19. bis 20. Also stand in der Google-Karte. Und ich ziehe die Leiste von oben runter und da steht 18. Und habe erstmal voll den Schreck gekriegt. Und zwar sind wir halt zum falschen First Camp gefahren. Also das, was wir eigentlich für morgen gebucht haben. Und da, wo wir... Also wir sind an dem für heute vorbeigefahren. Aber die Strecke war nicht so viel länger, weil wir hatten für heute und morgen eigentlich 2 kurze Etappen gedacht. Aber das haben wir mittlerweile schon wieder vergessen gehabt. Also das ist, dass wir heute nicht 300 Kilometer fahren, so wie wir es halt aber gemacht haben. Und deswegen sind wir halt hierher gefahren. Und auf jeden Fall, hat ja Philipp gerade gesagt, haben wir jetzt in dem anderen First Camp angerufen. Da kriegen wir kein Geld zurück, aber auf jeden Fall seht ihr ja jetzt, hier sind wir gerade in dem Haus. Hier hat es geklappt mit dem Umbuchen, also die haben uns einfach die Buchung von für morgen auf für heute umgebucht und wir mussten hier nichts bezahlen, weil die so viel Kapazitäten hatten, ist das kein Problem. Und ja, jetzt haben wir halt noch irgendwie einen Tag mehr generell so und werden mal gucken, wo wir dann jetzt noch die nächste Nacht verbringen und was wir dann noch so machen. Ja, genau. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich halte hier eben mal die Kamera am Fenster. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, was ich euch zeigen will. Aber ihr seht es vielleicht gleich. Da steht so ein Opa. Ein Riesenopa. Und ich weiß nicht, vielleicht kennen den einige von euch. Das ist ein Teil des ehemaligen Freizeitparkes Fun City. Hier seht ihr ja gerade so eine kleine Mondlandschaft. Da stand er vermutlich mal. Dann seht ihr jetzt hier oben gleich das Schild. Das haben sie noch gelassen. Und den Gockel halt. Aber auf jeden Fall wollten wir eigentlich da ein bisschen näher ran, aber ihr seht ja hier selbst, da waren so Bagger und alles. Der Freizeitpark existiert schon länger nicht mehr und wurde jetzt wahrscheinlich auch komplett abgetragen. Den wird von Scania aufgekauft. Echt? Fläche. Damit die sich dort das noch ein bisschen ausbreiten können. Ja, genau. Wir können ja eben mal hier an der Tankstelle oder so mal anhalten. Dann können wir planen, wo wir jetzt als nächstes hinfahren. Genau, auf jeden Fall war halt unser Ziel eigentlich, da mal ein bisschen näher zu diesem komischen Fieder hinzukommen, aber keine Chance. Wir sind eine Runde so oder eine halbe Runde rumgefahren und die andere Hälfte, da kommt man eh nicht ran, weil da ist so Betriebsgelände und alles Mögliche. Da hinten sind Parkplätze, ne? Hier auch. Ach so. Ja, und auf jeden Fall wollten wir euch das eben zeigen. Das war noch so ein... Ja, so ein kleiner Punkt auf unserer Liste, auch in Richtung Lost Places, wobei wir auch wussten, dass da eigentlich nichts mehr steht. Und ja, genau. Im Prinzip haben wir jetzt einen Tag noch mehr. Nein, haben wir nicht, aber wir haben halt heute, klar war unser Ziel hier mal eben zu gucken, aber ansonsten haben wir für heute nicht so viel geplant. Machen mal einen ganz ruhigen Tag. Ich meine, im Prinzip, wir sind jetzt schon über 2000 Kilometer hier durch Skandinavien rumgereist und haben nicht jetzt irgendwie Stress gehabt oder so, aber hatten halt jeden Tag so schon zwischen 100 und 300 Kilometer zu fahren. Das wollten wir natürlich so, das war auch so der Grundgedanke unserer Reise. Und jetzt haben wir aber heute nicht so viel Fahrstrecke, morgen auch nicht und dann am letzten Tag nur 40 Minuten oder sowas. Genau, deswegen machen wir dann heute einen ganz entspannten Tag am Meer, denke ich mal so in die Richtung. Wir haben so ein kleines Häuschen in der Nähe vom Meer. Und ja, genau, dann, ich würde fast sagen, wir fahren erstmal noch in die Richtung, oder? Ja. Was? Cool. Dass der Kleine dann dort seinen Mittag kriegt. Weil es ist jetzt um 12 und ich guck mal, wie lange wir dorthin brauchen. Ja, auf jeden Fall wollten wir euch nur eben das hier zeigen. Und zeigen, dass es wirklich nicht mehr da ist. Und
Ja, also dass ihr, klar, ihr könnt auch hierher kommen und euch das angucken und sowas, zumindest von der Ferne. Aber wenn jetzt jemand noch auf einen gesamten, also einen fahrenden Freizeitpark hofft, der braucht gar nicht erst herfahren.